26 Jahre alt, 1,80 Meter groß, zuletzt gespielt bei Rot-Weiß Essen. Position Linksverteidiger. Herzlich willkommen in Wattenscheid, Herve Onsola. Hallo 09-Fans, ich grüße euch ganz herzlich aus unserem Wohnzimmer, aus dem Lohr-Heide-Stadion, in dem es glücklicherweise in 2,5 Wochen endlich wieder um Punkte geht, wenn die U23 von Borussia Mönchengladbach zum Saisonstart zu Gast sein wird. Wie bereits in der vergangenen Saison werden wir euch die Neuzugänge der SG 09 etwas näher bringen, wollen wir die Jungs etwas besser kennenlernen und deswegen freue ich mich ganz besonders, Herve Onsola begrüßen zu dürfen. Grüße, Herve. Ja, Herve, ein paar Wochen bist du bei der SG 09 und die ersten Trainingswochen sind vorbei, die ersten Testspiele. Erzähl mal, wie bist du angekommen? Ja, ich bin soweit hier ganz gut angekommen. Die Jungs haben mich super empfangen und haben mir das Einleben hier sehr einfach gemacht. Und ich fühle mich sehr wohl und ja, freue mich auf die Zeit hier. Jetzt musst du ein paar Tage aussetzen wegen Knieproblemen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Bist aber auf dem Weg, bist auch schon wieder ins Training eingestiegen. Kannst du da was zu sagen? Ja, genau. Also bin ich diese Woche wieder im Training eingestiegen und ja, habe zwar noch ein bisschen Schmerzen, aber ich denke mal, dass das in den nächsten Tagen aufhören wird und dann kann ich ja wieder zu 100% trainieren. Jetzt waren die ersten Gegner nicht von der Qualität her nicht so weit oben angesiedelt. Jetzt fahren wir am Freitag nach Maastricht zum niederländischen Zweitligisten, danach Preußen Münster und nach der 1. FC Saarbrücken. Wie wichtig ist das, dass wir dann jetzt das auch ein bisschen steigern und die Gegner die Qualität ein bisschen mehr haben? Ja, ich finde das sehr wichtig, weil dann haben wir auch einen gewissen Maßstab für die Saison und können es dann auch ja einordnen, weil die letzten Gegner ja unterklassig waren und es hat ziemlich einfach gemacht. Ich denke mal, dass jetzt die nächsten drei Spiele etwas schwieriger werden und halt vom Niveau auch das entsprechen, was uns auch in der Saison erwarten wird. In 2,5 Wochen, wie gesagt, geht es dann auch endlich los. Freut man sich dann schon extrem, weil Vorbereitung liegt, glaube ich, kein richtiger Fußballer. Nee, das stimmt. Also die Vorbereitung ist sehr unangenehm und anstrengend. Aber ja, hier war es ziemlich harmonisch und ja, entspannt. Und deswegen ist die Vorfreude umso größer für die Saison. Und ja, ich hoffe, dass wir dann mit einem guten Ergebnis dann auch in die Saison starten können. Insgesamt, was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft und vom Verein? Was können wir die Saison gegebenenfalls erreichen? Du bist, wenn wir gleich nochmal drauf kommen, schon Regionalliga erfahren, absolut natürlich, auch gerade in der Regionalliga West. Was meinst du, wie schätzt du unsere Chancen ein diese Saison? Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine ganz gute Rolle spielen können in der Regionalliga und dass wir uns halt im guten Mittelfeldbereich positionieren können und da ja, gutes Ergebnis erzielen können. Ich habe es gerade gesagt, über 100 Regionalligaspiele in der Regionalliga West hast du gemacht. Wie bist du als kleiner Junge zum Fußball gekommen? Ja, es war ein Zufall gewesen. Ich war mit einem Freund im Park Fußball spielen. Und da war sein Vater auch mit dabei gewesen und da war Fußballtrainer. Habe ich da beim Spielen gesehen und habe mich dann gefragt, ob ich dann nicht Lust hätte, mal mitzutrainieren. Und dann so habe ich dann meine ersten Erfahrungen im Fußballbereich gemacht. Du bist dann irgendwann zu der Jugend von Borussia Dortmund gekommen und hast dann auch in der dritten Liga einige Einsätze für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gehabt. Wie war die Zeit so auch der Sprung zwischen Juniorenbereich und Seniorenbereich? Ja, man merkt schon, dass es ein Unterschied ist, dass es auch von der Aggressivität und vom Tempo anders ist. Vor allem, wenn man von der U19 gespielt hat und dann in die zweite Mannschaft reinkommt, dann in der Regionalliga überwiegend ja, erste Mannschaften spielt. Da merkt man halt schon, dass die Intensität und die Aggressivität anders ist, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und dann läuft das. Du bist jetzt 26, nochmal gesagt, einige Spiele oder 100 Spiele in der Regionalliga schon gemacht. Wie wichtig wird deine Rolle dann auch sein, gerade für die jungen Spieler hier bei der SG 09? Jetzt Julian Popovic ist dazugekommen, gerade aus der U19 von Bayer Leverkusen zum Beispiel jetzt mal. Wie wichtig oder wie siehst du deine Rolle dann persönlich? Ich könnte schon sagen, dass ich da schon zu einer Führungsspieler in der Mannschaft gehöre und dann auch versuche, die jungen Spieler ein bisschen mitzuziehen und denen ja ein bisschen heranzuführen, denen zu erklären, wie es in der Regionalliga funktioniert. Und ja, ich denke mal, dass das meine Aufgabe sein wird. Privat, was macht Herve Onsola so neben dem Fußball? Welche Hobbys hast du so? Ne? Also neben dem Fußball studiere ich noch. Also ich bin jetzt im 9. Semester und studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Nehme ich auch langsam am Ende. Und ja, abgesehen vom Fußballspielen, höre ich gerne Musik, tanze gern und mache neben dem Fußball auch Boxen. Ja, cool. Ja, ist ja cooler Sport. Aber jetzt nicht richtig im Ring. Also ich meine Training schon wahrscheinlich, aber jetzt natürlich keine Kämpfe. Nee, also Training schon, ja. Also Training mache ich auch Sparringkämpfe, ja. Aber jetzt keine richtigen Wettkämpfe.
Okay. Insgesamt die Regionalliga West, wie schätzt du die ein? Jetzt wird es ja in dieser Saison erstmal so sein, dass ein fester Aufsteiger da sein wird und viele erwarteten. Und ich glaube, es war auch so, dass kräftig aufgerüstet wird. Was wird das für eine Saison insgesamt? Ich denke mal, dass es eine sehr schwierige Saison sein wird. Wie ja schon gesagt hast, viele Mannschaften haben nachgerüstet und wollen halt direkt aufsteigen. Ich denke mal, diese Möglichkeit werden wir in der Regionalliga West nicht aufbekommen und deswegen werden alle Mannschaften nochmal 100% mehr geben und dann wird es auf jeden Fall schwieriger, aber auch eine spannende Saison werden. Ja, noch läuft die Fußball-WM. Verfolgt Herbert und Sola selbstverständlich auch die Fußball-WM? Ja, genau. Also mein Favorit ist Frankreich. Das war schon vom ersten Spieltag an. Und ich stehe ja zum Glück im Finale und ich hoffe, dass wir auch am Sonntag das Finale gewinnen können und dann bin ich auch glücklich. Alles klar, dann danke ich dir sehr für die Zeit. Wir freuen uns auf die neue Saison natürlich. Schön, dass du bei der SG 09 bist und dann hoffen wir, dass wir in 200 Wochen mit euch zusammen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem Dreier starten können. Nochmal danke, alles Gute. Dankeschön.